Robin und willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video gibt es ein Book Birthday Video, all die Bücher, die ich euch jetzt vorstelle, und zwar 3 Stück, erscheinen heute am 26. August und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Das erste Buch ist The Girl in the Love Song von Emma Scott. Miller wusste von Anfang an, dass Violet die eine für ihn ist. Sie ist das Mädchen in seinen Liedern. Doch Violet ist fest entschlossen, ihre Freundschaft nicht zu ruinieren. Sieht sie doch jeden Tag bei ihren Eltern, was passieren kann, wenn die Liebe vorüber ist und die Freundschaft ebenfalls in die Brüche geht. Sie tut alles, um Miller dabei zu unterstützen, mit seiner Musik groß herauszukommen. Aber wie lange kann sie ihm bei seinem Aufstieg zum Ruhm zusehen, ohne sich einzugestehen, dass sie allein das Mädchen in seinen Love Songs ist und auch ihr Herz schon immer nur ihm gehört? Oh, es klingt so toll! Und endlich gibt es Nachschub von Emma Scott. Ich liebe alle ihre Geschichten, ich liebe diese Autorin, ich liebe alles. Und ich freue mich so. Das zweite Buch ist No Longer Yours von Merit Niemeyer. Und zwar ist das der erste Teil der Mulberry Mansion-Reihe. Avery kann ihr Glück kaum fassen. Sie hat tatsächlich eines der begehrten Zimmer der Mulberry Mansion ergattert. Die Universität stellt den Studenten die alte englische Villa günstig zum Wohnen zur Verfügung, die sie im Gegenzug im Rahmen eines Wettbewerbs renovieren sollen. Doch Averys Freude wird jäh gedämpft, als sie herausfindet, dass einer ihrer Mitbewohner kein anderer ist als ihr Ex-Freund Eden, der ihr beim Schulball das Herz brach. Aus dem warmherzigen Jungen von damals ist ein verschlossener Mann geworden, der alle auf Abstand hält, aber um den Wettbewerb zu gewinnen, müssen die beiden zusammenarbeiten. Und dabei kommen Gefühle hoch, über die Avery doch eigentlich längst hinweg war. Dieses Buch, ich freue mich schon so lange darauf, seit es in der Vorschau war, seit es vorgestellt wurde auf dem Glückskanal. Und genau, ich will es auf jeden Fall sofort lesen. Und das dritte Buch ist Sunrise Full of Wonder von Munya Jayavant. Die besten Freunde Maya und Leonard sind immer füreinander da und trösten sich über jeden Liebeskummer hinweg. Denn viel zu oft wurden sie von anderen schon in die Friendzone verbannt. Doch als Leonard seine Wohnung verliert und bei Maya einzieht, verändert sich alles. Die beiden lernen neue Seiten aneinander kennen, die unerwartet intensive Gefühle wecken. Plötzlich wird ihnen klar, dass die große Liebe vielleicht die ganze Zeit über schon ganz nah war. Aber dann werden die beiden mit einer großen Herausforderung konfrontiert, die das vermeintliche Glück auf eine schwere Probe stellt. Ich habe Teil 1 und 2 der Berlin-Night-Reihe so geliebt. Vor allem den zweiten Teil, der war noch ein bisschen besser als der erste Teil. Und ich kann es kaum erwarten, den dritten Teil zu lesen. Das waren die 3 Bücher, die genau heute am 26. August erscheinen. Und ich werde sie alle sofort lesen. Ich freue mich auf alle gleichermaßen. Und ich bin super gespannt auf diese Geschichten. Erzählt mir gerne, worauf ihr euch am meisten freut, welches Buch ihr direkt zur Hand nehmen werdet und wie sie euch dann gefallen haben. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, ganz viel Spaß. Wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Ciao, ihr Lieben!